Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Es war gedacht als hammerharter Vorstoß Marke CSU. Die Sache mit der Pkw-Maut. Doch dann fuhr die Karre mit Karacho ins Gestrüpp und dort steht sie jetzt. Denn heute machte die EU-Kommission klar, dass sie Deutschland wegen der geplanten Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen wird. Die Maut sei diskriminierend gegenüber Ausländern, da die deutschen Autofahrer die Pkw-Maut über die entsprechend verringerte Kfz-Steuer ersetzt bekämen. Extra bezahlen würden also nur die Ausländer. Das Pikante dabei, außer der CSU hat die Maut in der GroKo sowieso kaum einer gewollt. Der Bundesverkehrsminister Dobrindt von der CSU allerdings sieht in dieser neuesten Wendung nichts weniger als eine gute Nachricht. Marie-Christine Böse. Auftritt Alexander Dobrindt mit oberbayerischer Lässigkeit. Dabei hängt sein Prestigeprojekt am seidenen Faden. Seine Botschaft, alles wird gut, es wirkt wie Theater. Endlich geht die Kommission den Schritt zum EuGH. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben darauf gedrängt. Das klingt, als wolle er sich selbst Mut machen, denn seine Gegner sind mächtig, ihre Zweifel groß. Die Maut diskriminiere Ausländer, sagt die EU-Kommission und zieht vor Gericht. Nach Monaten des Ringens Resignation. Es ist ein Prozess, den wir sehr eng begleitet haben. Wir haben Deutschland technische Hilfe angeboten, um sicherzustellen, dass einige Bedenken ausgeräumt werden. Bedenken hatten viele auch im Bundestag. Die Maut soll Geld einbringen, aber den deutschen Autofahrer nicht belasten. Eigentlich unmöglich. Doch Dobrindt glaubt, die Lösung zu haben. Inländer werden über die Kfz-Steuer entlastet. Faktisch zahlen nur Ausländer. Für die Kommission Diskriminierung, die Opposition triumphiert. Es gibt halt keine diskriminierungsfreie Diskriminierung oder eine Ausländermaut, die diskriminierungsfrei ist, kann man sich schon anhand des Namens sehr, sehr schwer vorstellen. Er hat das schon immer gesagt und genauso mantraartig klang sein Optimismus. Sie ist sinnvoll, sie ist fair. Und sie ist gerecht. Und sie ist europarechtskonform. Glauben Sie es endlich. Doch glauben tut das selbst der Koalitionspartner SPD nicht. Mautskeptiker Johannes Fechner hält das Gesetz für so gut wie tot. Und bessert Dobrindt die Maut nach, würde sie wohl auch Deutsche belasten. Das wäre mit SPD und CDU nicht zu machen. Es ist nach dem Betreuungsgeld nun das zweite CSU-Projekt, was aus Rechtsgründen scheitert. Das ist zunächst mal nicht mein Problem. Die Maut und auch das Betreuungsgeld, das waren nicht unsere Babys. Aber seins und seins. CSU-Chef Seehofer erteilte vor fast 3 Jahren den Arbeitsauftrag mit einer Ermunterung, die eher nach einer Drohung klang. Ein Alexander Dobrindt scheitert nicht. Vielleicht scheitert er aber doch. Vor Gericht und auf hoher See ist auch ein Alexander Dobrindt in Gottes Hand. Dass die deutschen Banken auch wegen der derzeitigen Niedrigzinsen unter Druck sind, das ist bekannt. Aber, so hat es gestern Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, in den Tagesthemen gesagt, es gibt durchaus Unterschiede. Manche Banken kommen mit den gegenwärtigen Schwierigkeiten besser zurecht als andere. Die Deutsche Bank, deren Aktienkurs sich seit Jahren im Sinkflug befindet, gehört nicht zu denen, die besonders gut dastehen. Und der neue Chef der Commerzbank hat heute angekündigt, tausende Stellen zu streichen. Die entscheidende Frage dabei, ist nun die allgemeine Bankenkrise schuld oder einfach nur individuelles schlechtes Management? Alex Jakubowski. Hier stand einmal eine Commerzbank-Filiale an einer der teuersten Straßen Wiesbadens. Jetzt ist hier ein großes Baggerloch. Doch nicht weit davon entfernt gibt es noch eine Filiale. Die Commerzbank verfügt über ein verhältnismäßig dichtes Filialnetz und wirbt auch damit, es zu behalten. Dennoch läuft es nicht rund bei der Bank mit dem gelben Band. In einer Mitteilung verkündet das Unternehmen heute seine Strategie Commerzbank 4.0. Konzentration auf das Kerngeschäft heißt das und es werden unterm Strich 7.300 Stellen wegfallen. Also Personalabbau ist nie die richtige Strategie und schon gar nicht mit betriebsbedingten Kündigungen. Was die Commerzbank braucht, ist tatsächlich mehr Umsatz, mehr Erträge, mehr Erlöse, mehr Kunden. Sie muss moderner werden. Das ist die richtige Richtung und da unterstützen wir die Commerzbank auch drin.
auch wenn es den Gewerkschafter stört. Die Bank zieht die Reißleine. Kosten senken, Strategie überdenken, digital werden. Das Investmentbanking soll kleiner, das Mittelstands- und Privatkundengeschäft größer werden. Ansagen, die man gefühlt seit Jahren hört. Commerzbank und Deutsche Bank sind bald täglich mit schlechten Nachrichten in den Schlagzeilen: Jobabbau, Quartalsverluste. Zuletzt musste sich die Deutsche Bank sogar gegen Gerüchte wehren, sie brauche Staatshilfen. Gerne verweisen die Banken auf die Geldpolitik der EZB, beschweren sich über die niedrigen Zinsen und dass die Bankenaufsicht verlangt, dass sie so viel Geld auf die hohe Kante legen sollen. So könne man keine guten Geschäfte mehr machen, heißt es. Die Banken tun manchmal so, als sei das Niedrigzinsumfeld das einzige Problem oder ihr Hauptproblem. Ich teile das nicht, sondern es gibt eine ganze Reihe von Altlasten. Bei der Commerzbank zum Beispiel im Schiffsbereich, bei der Deutschen Bank die ganzen juristischen Streitigkeiten wegen Lug und Betrug, die in der Deutschen Bank stattgefunden haben. Und natürlich auch die neuen Fragen der Digitalisierung spielen eine Rolle. Und deswegen sind die Banken insgesamt unter Druck. Das Niedrigzinsumfeld ist da nur ein Element von mehreren. Gleichzeitig nämlich verdient so manche Bank aus dem Ausland hierzulande unter gleichen Bedingungen gutes Geld. Viele dieser Häuser haben früher angefangen, sich auf die neue Zeit einzustellen, gerade was die Digitalisierung anbelangt, aber auch die erhöhten regulatorischen Anforderungen, die die Banken vor große Herausforderungen stellen. Dort haben viele ausländische Häuser früher angefangen, sich darauf einzustellen. Da hat Deutschland einen gewissen Nachholbedarf. Es ist reiner Zufall und zugleich symbolisch, dass die Deutsche Bank heute ihre sogenannte Digitalfabrik in Frankfurt eröffnete. Softwareentwickler, IT-Spezialisten und Finanzfachleute sollen hier an der Zukunft tüfteln, Apps entwickeln, im Prinzip das Bankgeschäft komplett neu erfinden. Digitalisierung ist das neue große Ding. Die Banken sehen sich auf dem Weg zum Technologieunternehmen. Niemand scheint mehr daran vorbeizukommen. Die Hoffnungen der Strategen in den großen Geldhäusern liegen jetzt in den Daten der Kunden, im Bankensprech, dem Zins der Zukunft. Deutsche Banken in der Krise. Dazu ein Kommentar von Ingo Natusius vom Hessischen Rundfunk. Nach der Bankenkrise waren sich fast alle einig. Banken brauchen strengere Vorschriften. Manch Spitzenbanker dachte insgeheim noch, die beruhigen sich schon wieder. Pustekuchen, die haben ernst gemacht und das ist gut. Jahr für Jahr werden die Eigenkapitalvorschriften hochgeschraubt. Das hat Deutsche und Commerzbank die Gewinne verhagelt. Hätte man kommen sehen können. Die politische Kultur in Europa tat das ihre. Zwar schätzt die Öffentlichkeit Banken nicht besonders, noch mehr missfällt aber, wenn Banken pleite gehen und das Jobs kostet. Da war Amerika anders drauf. Dort haben in der Finanzkrise hunderte Banken dicht gemacht und übrig blieb eine sanierte, starke Branche. In Europa ist hingegen ein Haufen Halblahmer geblieben. Ein Ende mit Schrecken wäre besser gewesen für den Markt, die Wirtschaft, für uns alle. Und dann kommt noch die Europäische Zentralbank, schlägt auf Zinsgeschäft und Wertpapierhandel der Banken ein. Was tun? Es wird die ein oder andere Bank zerlegt werden müssen. Das kostet leider Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, für die niemand mehr bezahlen möchte. Die Alternative Pseudo-Rettung mit Steuergeld sehe ich nicht. Denn erstens geht es den Staat nichts an, wenn Unternehmen überflüssig werden. Zweitens können wir nicht Italien ständig erklären, dass Rettung maroder Banken ein großes Übel ist und es dann selbst machen. Und drittens wären öffentliche Schulden für private Banken ein unschlagbares Werbeargument für links- und rechtsradikale Antikapitalisten. Das alles kann kein vernünftiger Mensch wollen. Der Markt muss es richten. Ingo Natusius kommentierte. Im Münchner NSU-Prozess hat die Hauptangeklagte und mutmaßliche Rechtsterroristin Zschäpe heute erstmals persönlich das Wort ergriffen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder. Am 313. Verhandlungstag verlasst Zschäpe eine kurze Erklärung, in der sie ein Fehlverhalten einräumte. Dem nationalsozialistischen Untergrund werden unter anderem 10 überwiegend rassistisch motivierte Morde zur Last gelegt. Kaum einer im Verhandlungssaal hat geahnt, dass Beate Zschäpe heute ihre Stimme erheben würde. Ihre Einlassung eine knappe Minute kurz und flüssig vorgetragen. Sie sprach zwar von eigenem Fehlverhalten, erklärte aber nicht, was sie damit konkret meint. Um noch Pluspunkte für das anstehende Urteil zu sammeln, dürfte das zu wenig sein. Zumindest inhaltlich hat sich diese Einlassung jetzt nicht etwa mit Einzelheiten der angeklagten Taten befasst. Die Vertreter der Opferangehörigen sind enttäuscht über Zschäpes Worte. Sie habe zwar die Morde von Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt verurteilt, aber
Die Distanzierung von Taten anderer kann auch nicht als Entschuldigung gewertet werden. Aufklärung, die wir uns wünschen, die unsere Mandanten dringend wollen, will sie nicht leisten, unsere Fragen nicht beantworten. Also insofern ist das ein klares Statement auch gegen uns. Ob die Hauptangeklagte im Rahmen der Beweisaufnahme noch einmal das Wort ergreifen will, das weiß im Moment wahrscheinlich nur sie. Die umstrittene sächsische Bundestagsabgeordnete Kuttler darf nach der Verwendung eines Nazi-Propaganda-Begriffs auf Twitter in der Unions-Bundestagsfraktion bleiben. In einem Gespräch mit der Fraktionsführung habe sie erklärt, das Löschen ihres Umvolkung-Tweets sollte, so wörtlich, entschuldigende Wirkung haben, so ein Fraktionssprecher. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September weiter zurückgegangen, allerdings nicht so stark wie erwartet. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren insgesamt 2.608.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 77.000 weniger als im August und 100.000 weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Quote fiel auf 5,9%. Die Organisation erdölexportierender Länder OPEC hat sich darauf verständigt, weniger Öl zu fördern. Sie reagiert damit auf den Verfall der Rohölpreise seit 2015. Mehr dazu von Anja Kohl von der Frankfurter Börse. Monatelang haben die Ölländer der OPEC gerungen. Wegen des relativ niedrigen Ölpreises bröckeln ihre Einnahmen. Das Ölkartell war uneins, ob es das Angebot verknappen soll, damit der Preis steigt. Vor allem die Erzrivalen Iran und Saudi-Arabien kamen auf keinen Nenner. Jetzt gaben die wirtschaftlichen Interessen den Ausschlag. Zwar kürzt die OPEC die Fördermenge nur etwas, doch es ist die erste Kürzung seit 2008. Der Beschluss fiel einstimmig. Die Details, welches Land wie viel kürzt, werden erst im November entschieden. Dann wird der Iran, der gerade auf den Ölmarkt drängt, sicher hart verhandeln. Doch die Entscheidung sendet das Signal, dass weitere Förderbegrenzungen denkbar sind. Die OPEC, die lange zauderte, ist zurück. Schon seit geraumer Zeit, seit Jahresbeginn, hat der Ölpreis Fahrt aufgenommen. Um rund 30% ist er seither gestiegen, auf fast $50. Nun dürfte der Preis weiter anziehen. Nicht exorbitant, aber doch. Um bis zu $10 das Fass rechnen die Investmentbanker von Goldman Sachs. Heizöl und Benzin dürfte damit aller Voraussicht etwas teurer werden. Und hier noch der Blick auf die Börsendaten. Der deutsche Leitindex DAX schloss leicht im Minus bei 10.406 Punkten. Der Dow Jones ging mit 18.143 Zählern ebenfalls schwächer aus dem Handel. Auschwitz steht für den fabrikmäßigen Massenmord an den Juden. Bevor das Grauen in den Gaskammern begann, wurden Zehntausende Menschen bei Massenerschießungen getötet. Hier in Babin Yar, an diesem im Laufe der Geschichte von vielen vergessenen Ort, nahm der Vernichtungsfeldzug der Nazis gegen die Juden in Europa vor 75 Jahren seinen Anfang, in einer nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew gelegenen Schlucht. Es war am 28. September 1941, als die deutschen Besatzer in Kiew Plakate verbreiteten. Darauf wird den Juden befohlen, sich am nächsten Tag in Babin Yar einzufinden, andernfalls würden sie erschossen. Im Glauben, sie würden in Ghettos transportiert, kommen die Menschen und bringen ihre Habseligkeiten mit. SS und Wehrmacht treiben die Frauen, Männer und Kinder Richtung Schlucht und dort werden sie erschossen. 36 Stunden dauert das Massaker. Am Ende sind 33.771 Juden tot. Nur wenigen gelang es, ihren Mördern zu entkommen. Birgit Firnig über das Gedenken an die schwärzesten Stunden deutscher Geschichte. Für Wladimir Pronitschew ist dies ein besonderer Tag. Endlich wird des Massakers von Babin Yar angemessen gedacht. Auch Bundespräsident Gauck wird am Staatsakt teilnehmen. Lange war Babin Yar vergessen. Pronitschew überlebte damals als Zweijähriger. Er wurde versteckt, seine Mutter Dina stellte sich tot und konnte so überleben. Meine Oma rief meiner Mutter zu: Dina, du musst dich retten. Du siehst nicht jüdisch aus. Sie selbst ging nackt in den Tod. Erst nach 3 Tagen, so erzählt er uns, wagte es seine Mutter, sich aus dem Leichenberg wegzuschleichen. Später sagte sie als Zeugin gegen die Täter aus, hier Aufnahmen davon. Sie habe dafür gesorgt, dass die Welt von Babin Yar erfuhr, sagt ihr Sohn stolz. In der Sowjetunion jedoch wurde der Massenmord an den Juden geleugnet, erklärt er uns. Es passte nicht in die Ideologie, einzelne Volksgruppen hervorzuheben. In Babin Yar wurden die hilflosen Opfer im Schichtbetrieb erschossen und im Massengrab verscharrt, erklärt der Historiker Guido Hausmann.
Es verändert unser Bild vom Holocaust. Also wir ergänzen es jetzt, wir erweitern es jetzt nicht nur Tod in Gaskammern, sondern auch Massenerschießungen. Das heißt, Täter sehen Opfer, Opfer sehen Täter. Daran erinnerte bei der Gedenkfeier heute auch Bundespräsident Gauck und daran, dass die deutsche Verantwortung für die Gräuel der Nazis eine Verpflichtung zum Einsatz für Menschenrechte und europäische Werte sei. Wir verstehen Auschwitz als Symbol für das Töten in den Vernichtungslagern. Babi Yar steht für das, was dem industriellen Morden vorausging, das abertausendfache Töten durch Erschießen. Und zum Blick in den Abgrund unserer eigenen Geschichte gehört das Eingeständnis, dass nicht nur Sondereinheiten, sondern auch ganz reguläre Wehrmachtsangehörige an diesem Verbrechen maßgeblich beteiligt waren. Für die Ukraine eine große Geste, dass Gauck den Weg des Todes heute beschritt, so wie all die Opfer damals. Der eigenen Schuld nicht auszuweichen, das sei ein generationsübergreifender Prozess, der bis heute nicht abgeschlossen sei und Deutschland geprägt habe. In unserem Wissen über den Massenmord an den Juden müsse Babin Yar einen festen Platz haben, so Bundespräsident Gauck. 6 Millionen Juden hatten die Nazis am Ende des Krieges ermordet. Die Erinnerung an Ereignisse wie das in Babin Yar wachzuhalten, das fällt immer schwerer, da immer mehr Zeitzeugen nicht mehr leben und nicht mehr davon erzählen können. Umso wichtiger ist die Ausstellung gegen das Vergessen des deutschen Fotografen Luigi Toscano, die wir gerade schon kurz im Film gesehen haben. Mit seinen Porträts von Überlebenden des Holocaust gibt er den Opfern ein Gesicht. Jenny Rieger und Linda Brehm. Es sind diese Augen, es ist dieser Blick. Ganz direkt, ohne auszuweichen, ohne Anklage und doch mahnend. 200 Gesichter, 200 Geschichten, so wie die von Horst Sommerfeld. Mein Vater war so typisch deutsch. Der hat gesagt, uns kann nichts passieren. Ich habe Eiserne Kreuz, das und das und das. Habe mit Hindenburg an der Masurischen Seen gekämpft. Also uns wird nichts sein. Er war so noch deutscher als deutsch. Und das war unser Verhängnis. Horst Sommerfeld überlebte mehrere Konzentrationslager. Seine Eltern und Geschwister wurden in Auschwitz umgebracht. Manche der Holocaust-Überlebenden hatten jahrzehntelang geschwiegen, erzählten ihre Geschichte zum allerersten Mal, als Fotograf Luigi Toscano sie besuchte. So wie Maria. Maria habe ich getroffen in einem kleinen ukrainischen Dorf und es war halt sehr bewegend, dass 30 Menschen sitzen im Wohnzimmer und die Oma erzählt das erste Mal von den schrecklichen Erlebnissen. Jeder Blick, jede Geschichte, die der Fotograf gesammelt hat, erzählt vom Überleben. Für sie ist Luigi Toscano um die ganze Welt gereist und hat zugehört, wenn Namen fielen wie Theresienstadt, Dachau und immer wieder Auschwitz. 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 Eine Kamera im Gepäck, ein schwarzes Tuch als Hintergrund, im Badezimmer, im Hotel, auf dem Flur. Luigi Toscano fotografierte überall. Überall dort, wo Überlebende des Holocaust mit ihrem Gesicht ein Zeichen setzen wollten, gegen das Vergessen. Bisschen hoch, bisschen. Darf ich ihn anfassen? Also manche Überlebende musste Luigi Toscano suchen. Andere kamen auf ihn zu, wollten unbedingt Teil des Fotoprojekts werden. Diese Freunde wurden 1944 beim Warschauer Aufstand festgenommen, ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Einige von ihnen überlebten mehrere Todesmärsche. Die Nummer am Arm, manchen schon in der Kindheit gestochen. Sie wird bleiben. Und die Erinnerung. Hast du schon gesehen, waren die Kamine. Ne? Die haben ja Tag und Nacht gebrannt, Tag und Nacht. Ich war in Auschwitz, Sachsenhausen und Ravensbrück. Es waren alles Todeslager. Sachsenhausen war ein ganz schlimmes Lager. Da musste die Ohren zugreifen. Da haben sie alle Menschen verbrannt. Sie hat überlebt. Und sie. Und er. Nun blicken sie in die Kamera. 200 Blicke, 200 Geschichten.
in das Vergessen. Im US-Bundesstaat New Jersey hat es heute ein schweres Zugunglück gegeben. Noch einmal Nachrichten mit Thorsten Schröder. Dabei ist nach Behördenangaben eine Frau ums Leben gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Der Zug war ohne abzubremsen in den Kopfbahnhof von Hoboken bei New York gerast und dort entgleist. Die Waggons kamen erst im Wartebereich der Eingangshalle zum Stehen. Die Unglücksursache ist noch unklar. Der mit Pendlern fast voll besetzte Zug fuhr zu schnell in den Bahnhof von Hoboken in New Jersey ein und das Unglück passierte. Ein großer Schock für die Passagiere. Der Zug hielt einfach nicht an. Es gab einen großen Aufprall und dann brachen die Decken zusammen. Es war wirklich laut. Der Zug flog förmlich rein und stoppte nicht. Wir sind sofort hin und haben versucht, den Passagieren zu helfen, aber da lagen überall elektrische Leitungen rum. Durch die Wucht des Aufpralls brach dieser Teil des Dachs der Bahnhofshalle zusammen. Sofort nach dem Unglück eilten Rettungskräfte aus der gesamten Umgebung herbei. Bisher ist von einer Toten und mehr als 100 Verletzten die Rede. Der schwerverletzte Lokführer wird befragt. Es macht keinen Sinn, jetzt über die Ursachen zu spekulieren, warum der Zug so schnell fuhr, ob es einen medizinischen Notfall gab, was mit dem Lokführer los war. Wir haben keine Ahnung bisher. Die Verletzten werden in den umliegenden Krankenhäusern versorgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache gehen weiter. In der Fußball-Europa League hat Schalke 04 mit 3:1 gegen Österreichs Meister RB Salzburg gewonnen. Die Gelsenkirchener feierten damit den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Zuvor hatte Mainz 05 beim FK Gebelä in Aserbaidschan mit 3:2 gewonnen. Mit 4 Punkten haben sich die Mainzer in ihrer Gruppe somit eine gute Ausgangsposition verschafft. ARD und ZDF haben ihr neues multimediales Angebot für Jugendliche vorgestellt. Funk heißt es und geht diesen Samstag an den Start. Gleichzeitig werden die Sender 1plus und ZDF Kultur abgeschaltet. Es geht los. Frisch, vielseitig, werbefrei, das ist Funk. Es ist kein Fernsehkanal und keine Radiowelle, sondern eine ganze Palette unterschiedlicher Formate, und zwar im Netz. Dort, wo sich junge Leute tummeln. Bei YouTube, Facebook, Instagram und Co. Die Angebote funktionieren einzeln, können aber auch über die gemeinsame Funk-App oder Website abgerufen werden. Alles ist in engem Dialog mit den Nutzern entstanden. Für welche Zwecke nutze ich Facebook, für welche Zwecke nutze ich YouTube? Und dementsprechend haben wir dann auch unsere Inhalte entwickelt, beziehungsweise sind wir dann auch auf Protagonisten zugegangen, mit denen wir gemeinsam Inhalte entwickelt haben und haben jetzt zum 1.10. über 50 Formate, die alle originär produziert sind. Einen Schwerpunkt bilden die Themen Information und Orientierung, also Nachrichten, investigative Inhalte, Einordnung der Welt. Die Brexit-Seifenoper geht weiter. We don't need the EU, the EU needs us. Daneben gibt es jede Menge Unterhaltung, Comedy, blöde Lines, Science-Fiction. Als Gesamtbudget haben ARD und ZDF für die jungen Angebote jährlich rund 45 Millionen Euro vorgesehen. 92% aller Menschen weltweit leiden unter schlechter Luft. Das hat jüngst eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation WHO gezeigt. In China ist das Problem besonders groß. Eine graue Smogschicht liegt an vielen Tagen über den großen Städten, wie hier über der Hauptstadt Peking. Täglich sterben rund 4000 Menschen in China aufgrund der hohen Feinstaubbelastung. Und so versuchen die Chinesen, diese zu reduzieren, wo sie können, auch auf kreativen Wegen, zum Beispiel indem sie dreckige Luft kurzerhand verwandeln in schöne Kunst. Sascha Storfner. Blauer Himmel, wo früher die Schlote qualmten, im Pekinger Kunstviertel. Zu schönes Wetter für ihn. Denn Dan Rosegarde aus Rotterdam will über Smog reden. Dies ist Pekinger Smog. Das ist das, was wir in unseren Lungen haben. Ziemlich ekelhaft. Und dies ist Dans Erfindung. Ein Riesenfeinstaubsauger, 7 Meter hoch. Durch ozonfreie Ionentechnologie erzeugt er 30.000 Kubikmeter saubere Luft pro Stunde. Oben wird die schlechte Luft angesaugt, unten kommt die gute raus. Ein kleiner Park in Peking könnte so zur Frischluftoase werden. Der Effekt ist winzig, gemessen an Pekings riesigem Smogproblem. Gerade im Winter sieht es hier oft so aus. Bei einem Feinstaubindex, der bis zu 30 Mal so hoch ist,
wie der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Der Pekinger Smog hat mich inspiriert. Van Gogh hatte seine Farbe. Ich kann mit Smog gestalten. Und so kam mir unter der Dusche die Idee vom großen Feinstaubsauger. In der Frischluftblase des Riesenstaubsaugers tummeln sich auch Offizielle aus Regierungskreisen. Man will gemeinsame Sache machen mit dem innovativen Holländer. Dieses Gerät greift das Problem zwar nicht an der Wurzel, aber es kann bei schlimmem Smog eine Notlösung sein für Kinder und andere Risikogruppen. Der Turm als Mahnmal, was zu tun. Und als Nebenprodukt entsteht Smogschmuck mit einem Stein aus Feinstaubpartikeln. Umgerechnet 250 Euro wird der Ring kosten. Durch den Verkauf wird das Projekt finanziert. Wir pressen die Smogpartikel mit der Hand 30 Minuten lang. Die Leute, die einen Ring kaufen, spenden dadurch 1000 Kubikmeter frische Luft. Eher eine Kunstaktion als eine ernstzunehmende Umweltstrategie. Und am Ende öffnet sie sich sogar, die Luftfilterpagode. Raus kommt gar nichts, außer Luft. Bleibt uns noch die Frage an Sven Plöger, wie warm oder kalt denn morgen die Luft bei uns sein wird. Die Luft, Pina, im Süden wird noch mal richtig warm. Weiter im Norden wird es kühler. Da ist eine Kaltfront unterwegs. Und vor allen Dingen, das ist der zweite Punkt mit der Luft, die Luft kam schon heute ordentlich in Bewegung. Und das möchte ich Ihnen mal zeigen anhand eines Videos, aufgenommen von Thorsten Falke. Das ist die MS Helgoland, die hier gerade unterwegs ist, Richtung Helgoland. Und Sie sehen, die Nordsee hat schon so ein paar kleine Wellen. Das heißt, das ist eine leicht schaukelige Fahrt. Und so mancher Fahrgast wird die Sache wahrscheinlich ziemlich ungemütlich wahrgenommen haben. Also sportliches Wetter im Umfeld Helgolands. Und für alle anderen ist jetzt eine Kaltfront unterwegs. Das sehen Sie hier im Norden. Da ist sie zu sehen mit dem Regen. Die kommt jetzt langsam rein, zieht Richtung Nordrhein-Westfalen, hier weiter raufreichend bis Mecklenburg-Vorpommern. Sie sehen, die zerfetzt aber schon so ein bisschen. Also der richtige große Regen, den es jetzt eigentlich braucht nach der großen Trockenheit, der wird das noch nicht sein. Aber in einigen Gebieten gibt es mal ein paar Tropfen und das geht jetzt auch übers Wochenende so weiter. Wir schauen in die Nacht, wo dieser Regen sich ein bisschen weiter nach Süden voranarbeitet. Später gibt es von Nordwesten noch mal Schauer. Ganz im Süden, südlich der Mittelgebirge, ist nichts los. Das ist sternenklarer Himmel. Vereinzelt bilden sich ein paar Nebelfelder, da wo der Wind nicht hinkommt. Temperaturen im Süden 8 bis 12 Grad, weiter nach Norden sind es oft 14 oder 15 morgen früh. Und der morgige Tag startet im Süden so wie die letzten auch, schlicht mit Sonnenschein. Aber die Front kommt hier in die Mittelgebirge voran mit dem leichten Regen, auch mal trockene Phasen dazwischen. Im Nordwesten gibt es weitere Schauer, auch am Nachmittag wird das hier so sein. Einzelne Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen, also ein ziemliches Durcheinander. Die Front kommt hier weiter nach Süden voran, leichtes Regnen möglich. Südlich der Mittelgebirge verdichten sich die Wolken langsam, für die meisten bleibt es noch sonnig. 21 bis 26 Grad hier, wo der Regen und die vielen Wolken sind, sind es 14 bis 17, dahinter wieder 17 bis 20 Grad. Es gibt einen südwestlichen Wind, der nach Norden zunimmt. Frisch bis stark ist er an Nord- und Ostsee. Die Aussichten Samstag: eine Front mit Regen vom Schwarzwald bis Berlin und Brandenburg. Richtung Bayern nochmal sonnig und bis 24 Grad. Sonntag in der Mitte ganz freundlich, aber dafür kommt der Regen dann im Süden an. Übermorgen fängt der Oktober an, Pina, und prompt wird es auch ein bisschen herbstlicher. Okay, dann ist das auch mal in Ordnung. Dankeschön, Sven Plöger. Genau. Und bevor wir Tschüss sagen, lassen wir noch einmal jemanden zu Wort kommen, der sich heute von seinen Kollegen im Bundestag verabschiedet hat. Einen, der Ministerpräsident in NRW war, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat und der jetzt seine aktive politische Karriere beendet. Und Per Steinbrück wäre nicht Per Steinbrück, wenn er dabei nicht mit der Kavallerie in den Plenarsaal eingeritten wäre. Als ich vor 47 Jahren in die SPD eintrat, da dachte ich, dass die Verteilung von, sagen wir mal, von Sumpfhühnern und Schlaubergern ziemlich einseitig auf die Parteien verteilt ist. Und ich gehörte natürlich zur Partei der Schlauberger. Inzwischen weiß ich, wie ich zugebe, nach einer längeren Lernkurve, Herr Kauder, dass die Verteilung solcher Sumpfhühner und Schlauberger in und zwischen den Parteien der Normalverteilung der Bevölkerung folgt.
Also da geht ein Schlauberger von Bord. Und ich streiche zumindest für heute Abend die Segel. Jetzt sehen Sie Comedy mit Caroline Kebekus. Und um 0 Uhr meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Schönen Abend.